Hey Leute, was geht ab? Heute schauen wir uns zusammen das neue LEGO Next Nights Magazin an. Das ist die Nummer 21 aus dem November 2017. Sie kostet in Deutschland 3,99 €, in Österreich 4,40 € und in der Schweiz 7,90 Schweizer Franken. Und auch heute haben wir wieder drei coole Extras mit dabei. Einmal Clays Mikrofalke, dann die Combo Nexokraft Giftspinnenschwarm und noch 5 Sticker vom neuen LEGO Ninjago Movie. Zwei der drei Extras sehen wir hier vorne ja schon, die Sticker und das Minimodell. Die beiden Sachen sind hier wieder mit Tesa befestigt, die werde ich mal kurz abmachen und die schauen wir uns nachher dann natürlich noch ein bisschen genauer an. Aber vorher werfen wir erstmal einen kleinen Blick ins Magazin. Hier auf der ersten Seite haben wir dann natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Und da geht's wieder los auf Seite 4 mit dem ersten Extra mit Clays Mikrofalke, also so eine kleine Aufbauanleitung. Dann ist das Comic wieder in zwei Teile aufgeteilt. In der Mitte auf Seite 17 gibt's die beiden coolen Poster, die werden wir uns natürlich auch wieder ein bisschen genauer anschauen. Und dann gibt's natürlich noch viele Rätsel und eine Verlosung gibt's auch noch. Und auf der letzten Seite gibt's die Vorschau auf das nächste Magazin. Das schauen wir uns ganz am Ende vom Video dann nochmal an. Gut, dann blättern wir mal ein bisschen durch. Hier wie gesagt auf Seite 4 gibt es so eine kleine Aufbauanleitung für das Minimodell und hier auf der nächsten Seite geht dann das Comic los, das werde ich aber überblättern, weil ich euch da nicht spoilern möchte. Nach dem Comic auf Seite 14 und 15 haben wir dann wieder ein Spiel, das Steinrennen. Dazu braucht man nur 1 bis 3 Mitspieler, für jeden eine LEGO Next Nights Minifigur oder eine andere Spielfigur und ein Würfel. Das finde ich immer ziemlich super, diese kleinen Spiele, und hier unten wird dann auch noch erklärt, wie alles funktioniert. Auf der Seite 16 haben wir dann das nächste Extra, die Combo Nexokraft Giftspinnenschwarm. Und hier auf Seite 17 sehen wir dann schon die beiden Poster, die werde ich mal kurz raustrennen. Und hier sehen wir mal die eine Seite von dem Poster, Robos für alle Fälle, das finde ich richtig cool. Hier sieht man die einzelnen Robos, leider gibt es nur diese eine hier, also Robot Hoodlum heißt der, glaube ich. Den gibt es als Minifigur, die anderen leider noch nicht. Ich hoffe, dass die auch noch kommen werden, weil die sehen einfach klasse aus. Und hier auf der anderen Seite haben wir Aaron Fox, ein sehr beliebter Ritter. Wir haben ja mal eine Abstimmung gemacht und da war er ziemlich weit vorne. Und er wird hier verfolgt noch von einer Hyänenschwester. Und natürlich gibt es heute auch wieder eine kleine Abstimmung. Ihr könnt wieder auswählen, welches dieser beiden Poster ihr cooler findet. Wenn ihr bei der Abstimmung mitmachen wollt, dann müsst ihr einfach rechts oben auf den weißen Kreis mit dem i klicken und da kommt ihr dann zur Abstimmung. Und da könnt ihr dann auswählen, welches Poster ihr cooler findet. Entweder dieses hier mit Aaron Fox oder das hier auf der Rückseite, Robos für alle Fälle. Die Abstimmung ist natürlich wie immer freiwillig, anonym und kostenlos. Und hier seht ihr noch kurz das Ergebnis aus dem letzten Magazin. Da habe ich euch ja auch gefragt, welches Poster findest du cooler? Und zur Auswahl standen da die Karte von Knighten und Excels Krawallmacher. Und das Ergebnis ist auch wieder recht eindeutig geworden. 73% fanden die Karte von Knighten cooler und 26% Excels Krawallmacher. Und das Ergebnis von heute zeige ich euch dann nächsten Monat im nächsten LEGO Next Nights Magazin. Gut, dann schauen wir weiter ins Magazin. Hier auf der nächsten Seite haben wir dann wieder ein kleines Rätsel. Und wenn wir hier weiter blättern, haben wir hier Toys, also wieder ein Set von LEGO und zwar hier Excels Krawallmacher. Und auf der nächsten Seite geht dann das Comic weiter, das werde ich kurz mal überblättern. Nach dem Comic geht es dann hier auf Seite 30 und 31 wieder mit einem Rätsel weiter, und zwar mit Jestros Game Show. Dann haben wir hier auf Seite 32 wieder die Fanzone, auf Seite 33 eine kleine Verlosung und auf Seite 34 gibt es dann die Vorschau auf das nächste Magazin. Das schauen wir uns dann nachher noch an. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Extra, zu den Stickern zum Ninjago Movie. So sieht das Tütchen von vorne aus, so von hinten. In jedem Tütchen sind 5 Sticker enthalten und normalerweise kostet so ein Tütchen 70 Cent in Deutschland, wenn ihr es kaufen würdet. Und wir schauen da jetzt mal rein, welche Sticker wir hier drin haben. Und in jedem Tütchen ist immer ein Glitzer-Sticker drin, die sind auch ein bisschen größer als die normalen Sticker. Hier haben wir einen von der Shark Army, den mit dem Krabbenhelm. Der Glitzereffekt ist halt richtig cool. Das ist mal der Glitzer-Sticker, dann haben wir hier noch ein Zeichen. Hier haben wir einen Teil von Garmadons Mech, Shark Mech. Hier haben wir Lloyd und Jay. Und hier haben wir noch Cole und Zane.
Und hier seht ihr die 5 Sticker nochmal kurz im Überblick. Gut, und dann kommen wir jetzt auch schon zum dritten Extra. Das ist hier das Mini-Modell von Clays Blasterfalke. So sieht das Tütchen von vorne aus, so von hinten. Und wir schauen jetzt mal rein, wie viele Teile uns hier drin erwarten. Und dann bauen wir das auch gleich zusammen. Und so sieht Clays Blaster Mini-Falke dann aus. Ich dachte schon, es wären Teile übrig geblieben, aber die 2 runden Teile, die wurden dann noch hier und hier an den Flügeln verbaut. Ich zeige euch das Modell mal kurz von allen Seiten und man sieht auf jeden Fall ja, Gemeinsamkeiten zum großen Modell. Hier sehen wir das Modell dann nochmal von oben und wir haben hier sogar Platz für eine Minifigur. Da werde ich mal kurz den Clay reinsetzen. Und das sieht dann so aus. Hier habe ich mal das große Modell zum Vergleich dazugestellt und man erkennt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Ich hole das kleine mal hier ein bisschen näher. Wir sehen nur ein paar Unterschiede, was eben bei so Mikromodellen ja unvermeidbar ist. Man kann die halt nicht ganz so detailliert machen wie jetzt die großen, aber man erkennt auf jeden Fall, dass das dieselben Modelle sind, einfach in einem anderen Maßstab. Gut, das waren dann mal die ganzen Extras. Hier sehen wir jetzt noch die Vorschau auf das nächste Magazin. Das gibt es dann ab dem 9. November. Und auch hier haben wir wieder 2 coole Extras dabei. Einmal eine Minifigur, nämlich den Steinstampfer mit Flugmaschine. Und noch eine Combo Nexokraft super scharfer Chili-Dampf. Okay, das war dann mal das LEGO Nexo Knights Magazin Nummer 21 aus dem November 2017. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.